Hallo, Deutsch, Oberstufe 4, Lektion 116. Heute machen wir eine Übung zu Richtungs- und Ortsangaben, also Pangyang und Hangzhou, Odi Odi, Roganya, Annyeong, Odi Odi, Esso, Mongganya. Wieder eine Übung aus dem Schubert Verlag. Und was müssen wir machen? Ergänzen Sie Präposition, Chongqing und bestimmten Artikel, Chongguanza. Wenzhou auf der linken Seite ist die Richtung Pangyang und Odonzhou auf der rechten Seite ist der Ort, wo die Odieso Changsoyagi im Lieder. Da wohin geht, Pferd fliegt, steigt sie, Dung Dung, wo war sie? Pangyang, sie fährt Strand, Beach, Guzhou, Patatka. Patatka galt nun, sie fährt an den Strand. Animion, sie fährt zum Strand. Kibun Chokuro, Monga, Mulekwan Han Changso, Patatka, Kang, Kanga, Sangwan Opcho, Kutenun an Sugespoyo. Kuredo Tsunun, Onchedunsi, okay im Lida. Kuredo Yoksi Muliagi Haldenun, Anga, Chokumdo Yepoyo. Und wo war sie? Sie war Yogiso an den Akkusativ Sakyok Sosunika, Ichenun Dativ Samgyok. Sie war am Strand, Benyahamyon, Strand nun der Strand, Inika. Nummer 2, sie geht Oper. Opera Galtenun, sie geht in die Oper. Mulon, sie geht zur Oper, do Odinga, die geht simul, kuredo, ama tutkusipsi, bogusipsi, bodomion, inga, nacho. Und Odisochi, sie war natürlich in der Oper. Die Oper der Monet. Nummer 3, Hauptbahnhof, Chungangyok, sie fährt zum Hauptbahnhof, Yoginun zum Pakke, Bulkanohageji, Fahanka Ikidemone. Sie war Odisochi im Hauptbahnhof oder am Hauptbahnhof, Yoginun Dulda Kanohageji만, Biminun Salchak Taruketji, im Hauptbahnhof nun, Ichungangyok, Komul, Husok, Kuchoku, Ane Isocho, am Bahnhof, Iroke Sumion, Kichakil, Chukchukchuk, Yogi Yokigeji, 우리가 여기 어딘가 있지, 그쵸? 아마 어떤 사람 기다리고 있습니까? Nummer 4, Türkei, 예외국가. Sie fliegt die Türkei 때문에. Sie fliegt in die Türkei. 근데 어디서지? Sie war in der Türkei. Nummer 5, sie fliegt Kanarischen Inseln. Das sind Inseln von Spanien. Oder wenn sie Afrika gar in Kanarische Inseln, Buzu und Myongqing. Hatziman, Wansa Myongqing. 왜냐하면 인생이라는 보통 한 명사가 같이 나오니까 반사가 있어야 돼요. Und sie fliegt auf, 이번에 auf die blablabla Insel, 복수 auf die Kanarischen Inseln. Also 어떤 섬 갈 때는 auf 씁시다. 제주도도 마찬가지로, 제주도 섬이라고 알고 있으면 ich fliege auf 제주도도 하겠지만, 그래도 많은 독일 사람이 이거 모르니까 그냥 ich fliege nach 제주. 하지만 인스라는 단어 같이 쓰면 ich fliege auf die Insel Jeju 어der ich fliege auf die Insel Jeju도 인스가 역시 있으면 auf가 나와야 돼. B. Sie war auf 복수 den Kanarischen Inseln. 6. Sie geht Kunstausstellung 예술 전시회 같은 거. 아웃스텔룽 일단 보통 한 건물 장소로 생각하면 in sie geht in eine 물론, 이 장소 같이 가는 느낌으로 말하고 싶으면, 주 다ativ 삼격, sie geht zu einer Ausstellung. 그래도, 원어민은 많은 경우, Ausstellung, 행사로 생각하니까, auf eine Party gehen, auf ein Konzert gehen, auf eine Ausstellung gehen, 뭔가 같이 하는 행사 등등, 이런 장소 갈 때는 auf가 많이 나옵니다. 그러면, 같은 느낌으로, sie war in einer Ausstellung, oder sie war auf einer Ausstellung, zu und seinen Anliegen, 그쵸? 그래서 여기는 in, auf, 이 선택밖에 없죠. Nummer 7, Portugal, 보통 한 국가, 관사가 없겠지만, 이런 국가, 앞에, 날씨 좋은, 아름다운, 등등 어떤 형용사가 있을 때, 반드시 관사가 같이 나와야 돼. 그러면, 관사가 나오니까, in, Sie fliegt in das sonnige Portugal. 자, 그러면 das는 어떻게 알아? 국가는 das Land 때문에, 그죠? Das Land이라서 모든 국가는 어딘가 중성이 있어요. 한국도 마찬가지로 ich fliege in das schöne Korea, in das berühmte Korea, in das 둥둥둥 Korea. 형용사만 있으면 in das 뚜두두 나라. Und 어디서지? Sie war im sonnigen Portugal. Sonnig, 해맑군이겠지, 그죠? Und Nummer 8, sie fährt Heimatdorf ihres Vaters, 그러면 das Dorf, Maul, Heimat, 고향이겠지? 그러면
Sie fährt in das Heimatdorf ihres Vaters. Sie fährt zum Dorf Droteketimol in Sugushipchi. Und Odisoche, sie war im Heimatdorf ihres Vaters. Nummer 9, sie geht Deutschunterricht. Kurumion, sie geht zum Deutschunterricht. Animion, sie geht in den Deutschunterricht. Ama yogeso tsuga chogumdo kinsan ketsigucho. Tsunun yogeso watagatahanun In den Deutschunterricht nun sinza i kyoshil ane durugano nukim temune ama moncho tsuru hago sipchi. Und Odisoche, sie war eso, sie war im Deutschunterricht. Hachiman Deutschunterricht, shigan chokuro sengakalte, suobi iso sulte, gatun nukimigechiman hangukmanun osekakechimul, kuredo beim Deutschunterricht. I timing, yogiso isotta, irokedo hesokhal su igechiman, kuredo botonghan imsodo, munjega hanado ochok. Kirchturm, Kirche ga gatko innen Turmigeci. Sie steigt und steigen Olaganika. Sie steigt auf den Kirchturm. Auf denen iroke chuk chinsa yogi wien sengak anachro leo kunyan kedan iroke olaganun nukim. Und sie war auf dem Kirchturm oder odinga kaunde sumion. Sie war im Kirchturm. Esogun yorobuni maumdroigecho. Das war natürlich jetzt für euch eine sehr einfache Grammatik, aber trotzdem, manchmal gibt es Spezialfälle, die ein bisschen schwierig sind, wie zum Beispiel an den Strand gehen, ans Meer gehen oder halt auf eine Party gehen. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss, tschüss.